fliegst du mal zu die Adresse, ha? Die Mistloch hat kaputt gefressen meine kleine Eggmann-Plan. Fliegst du mal zu die Adresse da, ha? Die kleine Mistloch Eggmann. Sag mal. Diese Mistloch hat kaputt gemacht, Mann. Scheiße. Diese Mistloch hat kaputt gemacht, meine. Sag mal. Fliegst du mal zu die Adresse da, ha? Die kleine Mistloch hat gefressen die Eggmann-Plan. Fliegst du mal zu die Adresse da, ha? Die kleine Mistloch hat gefressen die Eierplanet Eggmann. Ja, ich weiß. Während Sie herumgetrödelt haben, bin ich schon längst auf dem Weg. Es handelt sich nämlich um ein... Nochmal. Wenn er unbedingt machen will, kurzes Nein. Dann wir vielleicht können kurz mal da anhalten. Scheiße. Ich denke, wir können ein kurzes... Oh, sag mal. Sind wir auf dem Weg zu die Planet Eggmann? Da sind wir auf dem Weg zu die Planet. Wieso hast du gelassen in der Dachkette? Das stinkt ein bisschen. Das tut ein bisschen stinken. Bitte? Wir laufen noch. Seitdem versucht er... Was ist das denn? Du verkrüppeltes Küchenputzmaschine! Gehst du mir auf die Nerven seit erster Tag an? So, und jetzt mache ich nochmal die Szene. Guckst du mal nach vorne draußen, wenn du bist an Steuerung, hä? Herr Tichy? Ich sch*** deine Mutter, du Opfer! Was du willst, hä? Schlapfriges Schnepfelvogel. Nee, was sag ich? Was du willst? Was sag ich? Flackriges Schnepfelvogel. Was du willst? Flackriges Schnepfelvogel. Ja, sehr gut. Hat diese Misthograf, hä? Sieh mal lieber raus, die Rippdalab. Oh. Mann, sieht der scheiße aus. So. Tichy, wir müssen es nochmal machen, weil ich das Ja vergessen habe. Entschuldigung. Wir stellen einfach den Teleporter in den anderen und teleportieren ihn auch noch zu Tarantuga. Sonst kommt Tichy immer nur wieder. Ich, das kann doch nicht wahr sein. Nur immer wieder? Ich denke es doch in dem Moment. Warum sage ich es nicht? Sonst kommt Tichy nur immer wieder auf die Idee, seinen ganzen Kram durch die Rakete zu teleportieren. Jetzt! Mel! Nur bis ich bin, kommt. Ja, wie ist der Satz? Bist du Ersatz? Ich kann deinen Text leider heute nicht. Ja. Bist du Ersatz? Was? Mein Satz. Ersatz. Bist du Ersatz? Sag einfach irgendwas, das merkt kein Mensch. Das hat hier eh keiner. Du machst Ersatzvertretung. Vertretung! Vertretung, genau.
Entschuldigung, Dirk.